Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Abendroutine. Ich möchte euch heute zeigen, wie ich am Abend ein bisschen Kraft für den Alltag tanke. Meine Abendroutine startet natürlich damit, dass ich Svea ins Bettchen bringe. Anschließend geht's für mich dann sofort ins Badezimmer. Vince ist derweil unten mit Papa beschäftigt und da benutze ich zurzeit super gerne diese Produkte. Das ist ein Peeling von Isana, was ich sehr mag. Das hier ist meine aktuelle Bodylotion, die ich auch super, super toll finde in der kälteren Jahreszeit. Und mein absolutes Highlight im Moment ist dieses Shampoo von Logona. Das ist super natürlich, riecht total lecker nach Kräutern und ist super angenehm für meine Haare. Viele Produkte der Fairy Books vom Januar haben es in meine tägliche Abendroutine geschafft, wie zum Beispiel dieser Reinigungs- oder auch Massagehandschuh. Das hier ist eine Bodylotion, die man aber auch fürs Gesicht benutzen kann. Ich finde solche 2-in-1 Produkte ja immer super praktisch. Das ist eine Gesichtsmaske von Aliva. Ich mag Masken super gerne, um zu entspannen. Meistens trage ich die auf, während ich meditiere. Und für meine Gesichtsreinigung benutze ich super gerne diese Cognac-Schwämmchen. Ich habe mir schon 1000 nachgekauft, weil ich die wirklich unglaublich gut finde und nur empfehlen kann. Und auch diese Creme war in der Fairy Box. Außerdem in der Fairy Box Februar waren noch diese 2 tollen Augenprodukte. Wie bereits erwähnt, meditiere ich jeden Tag. Das mache ich jetzt seit ungefähr schon 3 Monaten. Für den Einstieg kann ich euch sehr dieses Buch hier empfehlen, wenn ihr euch da ein bisschen reinlesen wollt. Ich verlinke es euch einfach gerne mal unten in der Infobox. Ich mache zurzeit nur Meditationen, die geführt sind. Da findet man natürlich super viel auf YouTube. Ich kann euch sehr den Kanal von Mojo D empfehlen. Ich habe mir aber auch selber eine Playlist zusammengestellt mit Meditationen, die ich bereits gemacht habe oder die ich machen möchte und die ich für gut empfunden habe. Den Kanal von Mojo D verlinke ich euch unten in der Infobox. Meditation ist so ein wichtiger Bestandteil meiner täglichen Routine geworden, dass ich euch das wirklich nur empfehlen kann, mal auszuprobieren. Nach dieser kurzen Entspannungsphase gibt es dann Abendbrot mit Vince und Manu zusammen und dann startet mein Abendprogramm mit Vincent. Erst lesen wir natürlich eine Geschichte zusammen und dann unterhalten wir uns gerne noch darüber, wie sein Tag war, was vielleicht nicht so schön war, aber vor allen Dingen darüber, was denn toll war und was wir am nächsten Tag vielleicht noch besser machen können. Und auch Vincent hat das Meditieren für sich entdeckt. Immer wenn er Lust drauf hat, möchte er gerne den Schmetterling machen. Das ist diese Meditation für Kinder, die ich euch auch gerne unten in der Infobox verlinke. Für mich gehören Kerzen absolut zur Entspannung dazu. Ich liebe dieses weiche Licht einfach. Und wenn alles gut klappt, dann sehe ich mir einen tollen Film oder eine tolle Serie an. Das ist natürlich der Idealfall. Meistens sitze ich einfach vor dem PC oder am Schreibtisch und muss halt arbeiten. Mehrmals in der Woche baue ich auch Sport in meine Abendroutine ein. Wenn euch meine Sportroutine interessiert, könnt ihr euch gerne das unten verlinkte Video dazu ansehen. Und auch die letzten Minuten vor dem Schlafengehen sind für mich sehr, sehr wichtig. Da mache ich es mir gerne kuschelig mit meiner tollen Lichterkette, check nochmal ein paar inspirierende Instagram-Accounts und ich finde es super, super wichtig, am Abend nochmal was zu lesen, was Inspirierendes, was Motivierendes, um einfach mit positiven Gedanken in den Schlaf zu sinken. Und da kann ich euch dieses Buch hier sehr empfehlen, was ich euch auch in der Infobox verlinke. Ich hoffe, mein kleines Video zu meiner neuen Abendroutine hat euch gefallen. Schreibt mir doch gerne mal unten in den Kommentaren, wie ihr im Alltag Kraft tankt und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem neuen Video. Bis dahin, tschüss!